Hallo Leute, hier sind wieder McChrystal 2051 und Verona im Süd. Und wir waren schon lange nicht mehr auf dem Sky Factory Server. Na du vielleicht, ich bin gestern da gewesen. Okay, wusste ich nicht. Also bei mir ist es jetzt schon 2,5 Wochen her, deswegen tut es mir leid, dass jetzt hier keine Folge mehr von mir. Aber ich war ja nicht ganz unaktiv, nur eben nicht in Minecraft sehr aktiv. Wie aua. Orberbüsche. Hier gestoßen. Ja. So, du hast mir irgendwas erzählt, dass du hier so ein Fass brauchst. Weil wir brauchen. Ja, du wolltest doch Soulsand haben. Genau, ich muss Soulsand produzieren, damit ich Netherquarz machen kann. Damit ich irgendwann mit einem ME oder sowas anfangen kann. Ja, kein Problem. Warte, du wolltest noch Enderperlen, die schmeiß ich dir mal. Ich hab nicht. Hab ich hier die Truhe? Nein, ich dachte, du hast mir Rechte gegeben. Ja, hab ich auch. Darf aber nichts öffnen. Die vorderen zwei sind nicht geclaimed. Aber warte mal, ich könnte dich doch irgendwie. Wie geht es mit dieser Freundesliste? Du bist grün. Add as a friend. Probier jetzt nochmal. Oh, jetzt geht's. Moment. Holla. Ich habe anscheinend einen riesen Mega-Leck. Jetzt geht die Truhen auf und ich sehe, was drin ist. Meine Fresse, was ein Leck. Jo. Oh, das sind sogar 4 Souls. Ich werde die Sachen nicht mehr los. Jetzt ist der Baum gewachsen. Ja, Bäumchen kann ich gleich mal abholzen hier. New Friend Request, ja, das sieht doch aus. So, was jetzt? Wo? Hier. Da, in die Kiste kannst du die Enderperlen reinlegen. Ja, wenn's mal ginge. Ich krieg hier die Kiste angezeigt, so eine Stunde später. Lange Leitung, oder was? Ah, ja. Wenn man nichts hier. Ein Eimer brauchen wir auch oder brauchen wir nicht? Ja, brauchen wir. Ich werde immer wieder hierhin teleportiert. Das ist sehr nervig. Also bei mir. Hallo, ich will doch nicht die dumme Truhe öffnen. Endlich. Egal. In irgendeiner Kiste habe ich jetzt 2 Enderperlen reingelegt. Ich hoffe, es ist die richtige. Ich mache mal gerade einen Eimer. Ja, ein Riesengeworpe. Lauter Spikes, aber es müsste eigentlich funktionieren. Hm. So, da. Bei mir rennst du. Wird dann ein Grasblock. Ein Grasblock. Hier ist kein Gras drin. Habe ich im Inventar hier 2. Da andere Seite. Die ganze Zeit vor mir weg. Putz. So, ein Eimer. Okay. Ein Eimer-Hämmer. Sehr schön. Wasser haben wir hier auch. Machen wir das Ganze, keine Ahnung. Hier, 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 da steht schon Barrel. Sehr schön, dann machen wir das Ganze neben dem Barrel. So. Und dann werfen wir antike Sporen drauf und zack, haben wir ein Mycelium. Eieiei. Jedenfalls hatte ich gerade kurz ein Mycelium, jetzt ist es da. Ja, bei mir ist das auch. Und jetzt brauchst du Wasser, ja, oder was? Jetzt machen wir einfach nur Wasser hinten das Fass. Hab ich. Jetzt siehst du, wie das umbrütet. Ah. Das kannst du immer wieder beliebig um diesen Block machen. Ich würde ihn halt ohne Silk Touch nicht mehr abbauen, weil ich habe von den Sporen auch nur noch eine. Und dann machen wir so. Aber du kriegst zusätzlich immer wieder Pilze. Das wachsen da oben drauf. Kann man dann ernten. Das geht sehr schnell. Also wenn du mal irgendwann Pilze brauchst. Standard Minecraft Pilze wachsen halt auf dem Pilzbrunnen sehr schnell. Und du kannst hier halt so viel Rich Water Bucket produzieren, wie du möchtest. Ich glaube. Hatten wir das nicht in unserem ersten Sky Factory auch mal probiert und dann ging das nicht? Da wussten wir nicht, dass das mit dem Transformieren und dem Eimer ginge. Wir haben es unglaublich umständlich gemacht. Okay, wir hatten da Saplings, irgendwas mit Saplings gemacht. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, aber die ist unglaublich umständlich und das hier ist die gar nicht einfache. So, jetzt brauche ich glaube ich Sand. Wenn du jetzt glaube ich Sand da reinschmeißt, war es das schon. Wir haben Seelensand. Okay, dann ich mache mal gerade 4 Sand. Ja, hier haben wir nur Wolle drin. Ich komme gerade. Ich habe hinten drin gemacht. So, reinschmeißen oder reinsetzen? Rechts draufklicken, glaube ich. Ja, funktioniert. Ja, halt ach so, das Wasser ist weg. Ja, okay. Dann sind wir nicht fertig. Hier, der ist jetzt, wo ich bin, fertig. Der neben dem Lava-Ding. Das ist cool. Na, das Wasser muss man halt nachplatzieren, aber das ist ja wurscht. Wir haben unendlich Wasser. Genau.
Okay, Dann sehr kannst gut. du auch relativ einfach unendlich viel machen und das Mycelium musst du halt jetzt heilig behandeln, aber das war's. Ja. Dann So, kläme und ich machst hier. dir eine einfache Tinkersache mit Sektatsch. Und dann habe ich hier gleich mal wieder geklemmt. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas mit Silk Touch. Irgendjemand hat mir was gegeben. Da ich deine Freundschaftsanfrage angenommen habe, kann ich jetzt auch ja durchführen, was ich möchte. Ja, dann passt es. Dann können die anderen nichts machen, aber du darfst. Gut, dann haue ich mal Sehr das schön. Zeug hier durch den Sieb und hoffe, dass da ne, der Quarz rauskommt. Da den Strom hingemacht. Ah, von hinten. Natürlich. Och, süße Solarpanel 2. Ich glaube, ich Ja. habe auch nur 3 der 4 gebaut und das andere geschenkt bekommen. Ach so, warte mal, warte mal. Solarzellen. Ich habe hier noch ein bisschen Aluminium. Da können wir uns noch mal ein paar machen. Schade, dass du nicht bei mir bist. Ich habe einen Tisch, der das schon automatisch out. Ich habe auch gar keine Updates mehr gegeben. Ich hatte, nachdem ich hier aufgehört habe, jeden Tag immer noch eine halbe Stunde rumgeguckt und dann so irgendwie schleifen lassen. Ich habe dann das Grimrock 2 endlich mal begonnen. Ja, ich Da jetzt viel investiert. hab gesehen, dass du da einiges Neues hast. Dann haben wir ein bisschen Duck Game gespielt mit ein paar Leuten, war sehr lustig. Ich habe noch schnell ein Geburtstags-Special Stadtlandfluss online für Mavia gemacht. Also ich war nicht inaktiv, ich hatte nur meine Zeit für was anderes. Und dann hat man natürlich noch im Real Life auch jede Menge zu erledigen hat. Da Was? blieb dann halt keine Minecraft-Zeit mehr. Was? Real Life? Hier, warte mal. Mach mal noch ein bisschen Soul Sand. So. Das wäre nett. Look. Ja, 6 Nether Muss ich Quarz. halt bei mir gleich mal noch ein bisschen updaten und upgraden, was dazu los ist. Und du hattest mir irgendwie gesagt, ein Modular Storage kann viel mehr Items aufsammeln oder halten. Und deshalb würden wir Ja, uns das Modular jetzt bauen. Storage. Irgendwo hatte ich doch. Dafür wolltest du, glaube ich, deinen Seelensand, oder? Genau. Mit den Eimer nicht mitgegeben. Liegt auf dem Bett. Auf dem Bett liegt der Eimer. Ja, aber auf dem hinteren Bett. Ah, super. Auch mal angeflogen. Zwei Lapis. Dann haben wir hier Machine Frame. Dann geht mein Internet jetzt wieder. Also es ist insgesamt ziemlich laggy mit dem ganzen Zusammen. Es sind Gebäude aus dem Boden gewachsen. Das ist unfassbar. Die waren alle noch nicht da, als ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ja, Shadow hat da hinten ein riesen Paradies mit anderen Leuten gebaut, habe ich gesehen. Paradies? Ja, seine, ihre Gemeinschaftswerk, sonst irgendwas. Oh, Modular Storage. Braucht es Strom? Nein, das ist das Schöne. Okay. Kann ich das einfach so abbauen oder geht es kaputt? Ich glaube, du kannst es einfach so abbauen. Bleibt am Leben. Gut, dann können wir nämlich die Kiste hier. Mal, oh, bei mir liegt gerade wieder. Ich sollte vielleicht kein Wasser setzen. Ah, ja. Nein, hast und jetzt nicht alles meine Fackel weggespült. gekillt. Doch, die Fackeln und den Baumsetzling weggeschwemmt. So gar nicht, dass der auch wegschwimmt. So, das machen wir jetzt dahin. Gerade ging's und jetzt leck wieder. Ist es doch zum Reiern. Der ist nicht kompatibel. Das ist nicht kompatibel. Wie befülle ich denn das? Dieses... Server verarscht. Wie befülle ich denn? Wie befüllst du was? In dieses Modular-Teil-Dings da. Du musst noch Dingens bauen. Ach toll. So eine Storage-Cell, die reinkommt, auch von der Elfis. Das hast du mir nicht gesagt. Da habe ich auch bis gerade nicht mehr dran gedacht. Storage Module Tier 1. Supports glaub, 100 Stacks. Kannst du dreimal, glaube ich, ganz einfach reinmachen. Irgendwas war da doch. Remote Storage Module. Storage Block. This module supports to a remote inventory. Link to another storage module in the remote storage block. Also mit 6 Nether Quarz bist du. Nee, Quatsch, mit 4 Nether Quarz kommst du bis Stufe 3 und dann brauchst du halt Blöcke. Das sind dann jeweils nochmal 4 pro Block, also 12. Ich mache jetzt erstmal ein Tier 1 und dann gucke ich mal. Ja klar. So, ich gehe jetzt mal bei mir noch mal kurz gucken. Und zwar ist mir direkt mal ein kleiner Exploit bei Shadow aufgefallen. Da war ich eben gucken. Die haben jetzt irgendwie ein riesen Gemeinschaftsprojekt, weil jetzt hängt es total. Ich sehe gar nichts mehr.
Jetzt ist alles geworden und mein Minecraft ist abgestürzt. Ah. Ja, ich dachte mir gerade, du bist weg. Ja, Ja, es jetzt muss ich funktioniert. leider neu starten. Das schneide ich bei mir dann jetzt raus. Bis Das gleich. würde ich auch machen. Es funktioniert, es ist connected. Das haut alles da rein. Bist du noch da? Ja, bin Ah, ich. gut. Also für dich bin ich da, nur für meine Zuschauer jetzt wohl kurzzeitig nicht. Ja, also dieses Storage-Teil, das funktioniert. Ja, klar. Das ist relativ einfach herzustellen und sehr praktisch. Und du kannst halt sogar suchen nach Namen. Also eine Art ME-Vorstufe. Ist es das hier? Ah ja, da unten. Sehr cool. Das ist wirklich cool. Dann habe ich nämlich hier einfach einen größeren Speicherraum wie so eine doofe einzelne Kiste. Helfe doch immer wieder gerne. Das habe ich halt auch rausgefunden in den Folgen, wo ich bei mir dann einfach nur kurzzeitig mal noch reingeschaut habe. Das macht Sinn. Gut, also jetzt haben wir zwar kein ME gebaut oder keine große Verteilstation, aber das ist ja für den Moment egal. Aber das wird man irgendwann demnächst anders lösen, weil ich muss dann sowieso die Maschinen alle umsetzen. So. Ey, ne, och Mann. Das Doofe ist, wenn man da Tab drückt, dann funktioniert es auch nichts. So. Nein! Falle in meinen Tod! Warum? Ja, weil ich geflogen bin und Habe natürlich ich nicht nicht? fliege, wenn ich wieder komme. Ach so. So, wir haben noch vier Aluminium. Dadurch können wir uns noch mal eine große Solarzelle basteln. Oh, Kacke, ist es doch so zum Reihen. Noch mal. Ich glaube, mein Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Ich werde wahnsinnig. Yep, left the game. Habe ich noch nie gehabt. Ne, ist ein Noch bisschen nie. ärgerlich. Spiel ist mir So. noch nie abgestürzt und jetzt gerade zweimal hintereinander. Irgendwas stimmt da nicht. Also es könnte sein, dass ich jetzt hier leider rausfliege. Dann habe ich halt bei dir ein bisschen mitgewirkt. Ja, immerhin. Ich brauche nochmal zwei Redstone und eine Redstone. Ich mache keine 10-minütige Folge bei mir, wo ich dann dauernd sterbe am Schluss, wenn nichts funktioniert. Das ist nervig, klar. Ich habe nochmal so eine Solarzelle Panel 2. Das ist gut. Da gibt es auch von diesen EF-Tools irgendeine geile Werkbank, wo du Rezepte reinmachen musst. Ich glaube, Crafter, Tier 1 bis 3 oder sowas. Guck mal. Ich Stopf glaube, der jetzt hier braucht zwar noch. ein bisschen Strom, aber hammergeiles Teil. Ich stopf jetzt hier noch das Loch im Boden. Dann einfach nur, was weiß ich, Aluminium und Glasscheiben reinschmeißen oder Glas. Dann kriegst du die fertigen Panel und dann schmeißt du noch Redstone, Stein und Cobblestone rein und zack, kriegst du dann fertige Solarpanel oder so irgendwas, Solarzellen und so Sachen, kannst sie nach upgraden lassen und musst einfach nur die Sachen in die Kiste schmeißen, dann macht das alles. Und das ist dann Ich praktisch. glaube, er hieß Crafter. Aber das brauche ich jetzt noch nicht. Gut, ich wollte es dir nur gesagt haben. Da hatte ich Cleanstone. mich nämlich noch auseinandergesetzt, weil RF-Tools dachte ich auch immer, das sei nur für diese Dimensionen, aber die haben richtig geile Maschinen. Na, das ist ja ja, nicht wahr? Ich hau mal hier noch ein bisschen Sand rein. Krabbel. Krabbel, nicht Sand.
Also wir müssen die ganze Maschinerie an die lange Seite noch irgendwann umpflanzen. Das heißt, wir müssen auch den ganzen Strom irgendwie umbauen. So, nächster Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es leider. Warum habe ich zwei Kisten im Inventar? Ach so, von hier unten. Aber diese Maschine hier, die geht nach Stacks und nicht nach Items, ja? Ja, die hat ja hier Stacks drin. Hattest du eigentlich noch mal Dings gemacht bei mir hier? Soul Sand, oder hattest du nur Sand reingeschmissen? Ich glaube, ich hatte nochmal Soul Sand gemacht, aber wahrscheinlich ist er jetzt in meinem Grab. Geh mal vor und guck mal. Erstmal muss ich da hinkommen. Ich kann jetzt nicht fliegen, leider. Irgendwie ist hier kein Licht mehr. Das ist ein bisschen doof. Ah, Energieröhren haben wir auch. Reihen, wie gesagt, noch nie abgestürzt, sondern zweimal hintereinander. Ach nee, und mein Eimer hast du auch mitgenommen. Du Halotri. Ich habe ja nicht damit gerechnet zu sterben. Wer rechnet schon damit? Kann ja schließlich fliegen und wie gesagt, das Spiel ist vorher noch nie abgestürzt. Ich kann nicht fliegen und ich bin jetzt einmal abgestürzt. So, jetzt kommt mein nächstes Problem. Wie komme ich auf den Zaun? Fliegen? Kannst du nicht mehr fliegen? So, irgendwas muss ich mir mit der Wasserquelle hier noch überlegen, die ist nämlich zu weit weg. Ich könnte mich hier ablassen, aber ob ich dann dicht dran bin, ist leider was anderes. Ich baue hier jetzt mal parallel noch einen zweiten Cobblestone-Generator, vielleicht ist das sinnvoll. Schwemme hier gerade alles und guck mal und bete, dass es klappt. Rettungsaktion machen. Kann. Hier kommt Wasser hin, dann kommt nichts hin, da kommt Lava hin, da kommt Cobblestone dann hin. Und da, Ach, Mara. ja. Da kommt ein Schlepp hin. So, wenn ich jetzt meinen Grabstein abbaue, sollte ich hoffentlich nicht nochmal runterfallen. Nee, da kann ich gar keinen Schlepp hinsetzen. Das ist ein Schlepp. Schleppt dir auch was. Ja, da. Er schleppt dich gleich. Das war so ein saures Teil. Nein. Bevor dass ich hier auch gerade überhaupt was tun durfte. Wenn ich es hätte bauen dürfen, wäre echt gewesen. Brauche noch ein Wasser. Würdler, So saure so, Gurkendinger was sind ich komisch. jedenfalls zeigen wollte, bevor ich geschwommen bin. Hier hat Shadow anscheinend viel gebaut. Gemeinschaftlich Paradies, krasse Kanone, Shadow, Erisch, Getränkedienst. Wir haben hier so einen fiesen Sensor, wo man nicht reinkommt. Und Player Detector von Draconic Evolution. So, falls du das siehst, Shadow, ich mache jetzt einfach hier eine dämliche Pressure Plate hin, stell mich drauf und die Tür geht auf. Dankeschön. Mein Problem ist, ich habe jetzt keine mehr, um rauszukommen. Aber dafür kann man einfach den Staff of Traveling benutzen. Der hat Zack. eine. So hätte ich übrigens auch reingekonnt. Doch mal gucken, was die hier gebaut haben. Weil eine Riesenburg. Wie ist das mit einer Riesenlandschaft hinten dran? Krasse Scheiße. Den war wohl langweilig. So. So, den Anfang Cobblestone-Generator haben wir jetzt schon mal wieder. Dann können wir hier nachher das andere Zeug hier einfach wieder dran bauen. Das ist schon mal gut. Aber wir könnten auch noch ein Ding bauen. Wie heißt dieser Builder's Wand? Will das wohl? Nein. Ah, doch, hier. Diamant.
Ach, das war ja easy. Ein Diamant bloß braucht man dafür. Hier geht's nicht mehr rein, auch lustig. So vielleicht. Das ist hier eine Falltür oder sowas. Ein Diamant und zwei Sticks. Hier darf ich nichts bauen. So, und so, da... noch seltsam, dass das jetzt zweimal gecrashed ist und jetzt wieder zu laufen scheint, aber Hauptsache es läuft. Und was ich dir halt eben erklärt habe, wie gesagt, ich habe mal so ein Modular Storage gebaut von der F-Tools. Saugeil. Zeig das Ding auch nochmal. Einfach ein bisschen Nitterquarz, ein Machine Frame, der auch als Lapis Gold Nuggets und Eisen zum Modular Storage und dann einfach rein. Wie hieß das Ding? Modular. Wo hast du schreiben gesagt, können, wie das heißt? Und dann Storage Modular Tier 1, 3. Auch relativ einfach zu bauen. Kiste, wieder ein bisschen Nitterquarz, das Ganze abbilden. Ein bisschen mehr Gold und nachher ein paar Blöcken Redstone und Quarz. Zack, kann man da 300 Sachen reinmachen. Ich glaube, es gibt sogar einen Teil, wo du 4 so Karten reinkriegst. Ja, ich begnüge mich mal mit der kleinen Variante erstmal. Ja klar, das ist auf jeden Fall schon cool. Und dann hatte ich, was hatte ich denn noch gebaut? Den Crafter Tier 3, wie gesagt, da kann ich dann einfach Solarzellen, ich muss dann einfach nur Sachen reinwerfen. Und der craftet das, legt das ins Inventar und craftet das direkt weiter. Das ist super geil, das Teil. So, ich habe jetzt hier mal schon ein bisschen. Der Builder's Wand ist ja geil, weil der einfach so eine hohe Range hat. Yep. Was passt mit dem Diamantding auf? Und was ich noch gebaut habe, ist eine extra Dimension, in der ich. Quatsch, eine extra Dimension, ein Teleporter zur extra Dimension. Hier teleportiere ich. Genau. Hier produziere ich Lava, die ich trotzdem nach Hause teleportiere, dass ich dort keine Lava-Fässer mehr habe. Crucibles, die mich nerven. Baumfarm habe ich irgendwann vor, hierher zu bringen. Und das ganze Ding sollte natürlich möglichst unsichtbar sein von außen, deswegen habe ich da Obsidian drumherum gemacht und leider vergessen, einen Deckel draufzusetzen, weswegen Shadow dich schon gefunden hat. Na. Sieht auf der Karte halt nicht zu übersehen, weil du von oben auf immer so weiße Chunks siehst. Ja, ja, ja. Von außen sieht man halt bei mir zumindest nichts. So, ach, Seelensand. Was wollte ich mit dem Seelensand machen? Quarz. 7. Ja. Schau da mal hier. Eine Karotte drauf, eine Gurke, ne, wie heißt das? Der Potato. Passt. So, okay, und dann habe ich hier. Tainted Soul. Mir die Leute irgendwelche Blöcke hingestellt, die habe ich mit Turtles abbauen lassen. Ah, Sand. Aus Sand kriegt man Xerthus Quarz, das ist gut. Dann lassen wir den Sand da auch mal durchrennen. 1, 2, 3. Ich bin noch nicht wieder angekommen. Es leckt mal wieder. So, das war's auch gleich schon wieder bei mir. Du hast ja, ich habe Eisen und Diamanten drin in dem Kram. Du hast ja ein bisschen Zeitverlust in deiner Folge wegen den Disconnects. Ja, das wird dann mehr so eine Update und ich zeige und helfe dir Folge. Für mich zumindest. Ja, ich habe. Also, ah, ich wollte noch. Wie war das mit dem Storage? Storage. Muss ich das Upgrade wieder suchen hier? Er hat mir eine große Kiste hingemacht. What? Und ganz viele Diamantblöcke drin. Das sind die, die ich eben versucht habe, da rauszuholen. Aha. Gold. Netherquarz. Ein Redstone. Schon paradox, ich kann eine volle Kiste in eine Kiste packen. Von was kriege ich Redstone? Von Dusk, gell? Ja, aus Stäuben kommen Stäube und es ist ja eigentlich Rotsteinstaub. Wenn man es mal ganz übersetzt, Redstone. Ist ja nur so Pulver eigentlich. Ja, da kommt eine Kiste hin und dann kommt dieses 1er Upgrade. Aber wenn ich das jetzt wieder rausnehme, was passiert dann? Nichts. Die hat auch irgendwie meine ganzen Stromleitungen gekappt und vor allem, warum darf nichts in den Mülleimer gehen? Das verstehe ich gar nicht. Warum sollte man das Ding abholen, dass das, was überläuft, in den Mülleimer kommt? Ja, weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt 200 Stacks Platz in meinem. In diesem Upgrade-Storage-Teil. Du kannst doch gerade erst überlaufen. Ich kann überlaufen. Hier, mein Autosieb doch erst überlaufen, weil es nicht mehr in den Mülleimer transportiert wird. Ach so. Keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben.
So, ich habe eine Netherwarze und ich habe noch ein paar Quarze hier, zwei. Und dann möchte ich mich bei euch verabschieden und bedanken für die Moment, heutige Moment, ich Folge. bringe dir noch deinen Eimer und dein Ding wieder. Ja, das habe ich jetzt schon kompensiert. Ach so, na gut, ich gebe es dir trotzdem wieder. Ja, das ist ja nett. Was hatte ich denn? Deinen Seelensand hatte ich noch und deinen Eimer. Und den Aber du sehen wolltest, Sie. glaube ich, noch ein Obsidian haben. Das habe ich dir auch gar Darfst keins du mir nach mitgebracht. hinten bringen? Oh. Ja, hallo. Paul ist er auch noch. So, wir werden dieses Teil hier demnächst darüber pflanzen. Und dann kommt hier in diese Ecke kommt eben so ein paar Fässer, wo ich alles drin sammeln kann. So, ich guck mal gerade hier rein. Das lassen wir laufen. Dann haut er nämlich alles hier rein. Wo hast du denn das Zeug? Warum kannst du es auf dem Boden pflanzen? Das ist irgendeine so lustige Tastenkombination gewesen. Nein! Sag mal. Das, so hatte ich es Scheiße! nicht hingepflanzt. Ich hatte es nur als Item. Ich muss mal kurz die Karte Ach wieder verbinden. Mann! Kannst du den abbauen? So rauszoomen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Karte wieder reinzoomen kann. Tag- und Nachtmodus. Ich muss mal kurz Plus hier und Plus komische und Minus. Tastenlegung für meine Karte haben. Egal. Ja, ich Plus kann ihn hier wieder abbauen. und Minus. Nee, da habe ich es noch nicht hingelegt. Müsste es hin. Ich wollte es auch ausprobieren. Es war nur der falsche Block. Okay, supi. Was hast du mir noch gegeben? Eimer und? Den Eimer und den Ah, Seelensand. den Seelensand habe ich schon durchgehauen. Beziehungsweise der ist jetzt durchgehauen. Hat nochmal 4 Netherquarz gebracht. Das ist sehr schön. Ah, ich habe gerade einfach resettet. Geht Gott sei Dank auch. So, und mein Storage-Modul hat jetzt 200 Stacks. Perfekt. Was ist dieses Remote Storage Modul? Damit kannst du dann so wie so ein Wireless Access zum ME damit machen. Okay. Storage Filter Modul. This filter module is for the modular storage module. I can make sure the Ich habe es storage noch nicht module. selbst gebaut, aber ich weiß, dass es geht. Ah, okay. Okay. Also sehr Ja. praktisch, ist eine super Vorstufe zum ME, würde ich bestätigen. Definitiv sehe ich auch so und es hat auf jeden Fall viel mehr Platz wie so eine doofe, einfache Kiste. Du hast eine Lady, die dich sieht. Ja. Fireball 1725. Eine sehr alte Lady. Ja, fast 300 Jahre alt. Ach so. Warum? Warum? Ja, es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, Geburtsdatum sein oder so irgendwas. Ja, ach so, ja, dann ist er Geburt. 300 Jahre alt, stimmt. Ja, das wäre das Gut. Geburtsjahr, aber ein Datum gibt auch keinen Sinn. Ist ja egal. Würde ich auch so Du sagen. lässt Frauen für dich arbeiten und das halte ich als Abschlussplädoyer. Nee, nee, nein, nur hier im Sieb, ja? Nicht, dass es missverstanden wird. Ja, das soll's doch, das macht doch mehr Spaß. Gut, dann So. noch einen schönen Abend. Jo, ebenso. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Tschüss, Mephisto. Leute.